Am Lehrstuhl für Sportmedizin und Gesundheitsförderung der Friedrich-Schiller-Universität Jena werden im Rahmen der King's-Studie Tests zur Beurteilung des Verletzungsrisikos von Sportlerinnen und Sportlern durchgeführt. Ziel ist es, den neuromuskulären Status und die Stabilisationsfähigkeit der unteren Extremitäten hinsichtlich der sicheren Wiederaufnahme der sportlichen Aktivität zu bewerten. Zur subjektiven Selbsteinschätzung der Sportlerin bzw. des Sportlers werden verschiedene Fragebögen wie der Cumberland Ankle Instability Tool und der Injury Psychological Readiness to Return to Sport ausgefüllt. Dazu gehört auch die Bestimmung des dominanten Beines. In der manuellen Untersuchung wird der neuromuskuläre Status durch einen erfahrenen Untersucher erhoben. Einer der verwendeten Tests ist der Muscle Injury Score zur Beurteilung der Schmerzsymptomatik bei verschiedenen Provokationen wie Dehnung, Druck und isometrische Anspannung. Neben den subjektiven Untersuchungen werden auch objektive Tests durchgeführt, welche die Symmetrie des linken und rechten Beines hinsichtlich der statischen und dynamischen Stabilität betrachten. Einer dieser Tests ist der Y-Balance-Test für die unteren Extremitäten und wird ebenfalls von der Forschungsgruppe in Potsdam verwendet. Hop-Tests werden zur Bestimmung der dynamischen Stabilisation eingesetzt. Die Sprünge werden nach Qualität, Sprungweite und Sprunganzahl bewertet. Ausschlaggebend hierfür ist ebenfalls die Symmetrie zwischen dem linken und rechten Sprungbein. Die Sportlerin bzw. Sportler müssen 5 verschiedene Sprungtests durchführen, bei denen die Landephase von entscheidender Bedeutung ist. Die Landung muss 3 Sekunden lang stabil gehalten werden, ohne nachzuspringen, das Standbein zu verdrehen, das Gleichgewicht zu verlieren oder die Linie zu berühren. Für die dynamische Stabilisation müssen die Sportlerinnen bzw. Sportler 3 gültige Versuche, das Einfachhopp, Dreifachhopp und Dreifachkreuzhopp durchführen. Die neuromuskuläre Ermüdungsresistenz wird durch die 30 Sekunden Square Hop und Side Hop Tests abgebildet. Die Auswertung erfolgt über den Verlauf mehrerer Messtage und für jeden Messtag individuell.